wirst auf die Welt geschissen. Kannst aber nicht selber essen. Also stopfen sie dir Brei ins Maul. Dann wirst du älter, kannst selber essen. Musst aber essen, was auf den Teller kommt. Dann entdeckst du das andere Geschlecht. Aber das andere Geschlecht interessiert sich nur für andere. Also fängst du an zu trainieren, kaust Proteinriegel, schluckst Kreatintabletten, wirkst Aminosäurekapseln runter. Und irgendwann ist dir alles egal. Und du fängst an zu träumen von argentinischen Filetsteaks, ligurischen Langustenschwänzen. Aber du merkst, dass du dir nichts, aber auch gar nichts davon leisten kannst. Und dann kommt der Job. Und das Geld. Und die Frau. Aber die Frau will nicht, dass du isst, was du willst. Also isst du für sie. Spinat, Brokkoli, Salat. Und dann irgendwann ist die Frau weg. Deine Zähne sind das auch. Und wieder hast du Brei im Maul. So langsam blüht dir, das Leben will nicht, dass du isst. Das Leben will, dass du trinkst. Was soll denn das? Ich will hier rein, was stehst du dir in meinem Weg?